News der Woche Nummer 18. Der Ticketshop ist eröffnet für Besucher. Überwachungskamera auf dem Berg und die Note 3 hat Bayern bekommen. Bayern wurde die Note 3 gegeben vom ADFE. Alle 2 Jahre führt der Fahrradclub eine Online-Befragung durch, wo die TeilnehmerInnen eine Befragung, Bewertungen von der Stadt machen können und dann genau sagen können, wie sicher sind hier die Radwege, sind da viele Straßenschäden und Co. vorhanden. Und das wird alles ausgewertet. Und dieses Jahr die beste Stadt hat, ist Bad Wiese am Tadernsee mit 2,94 Note Durchschnitt bekommen. Und das ist die beste Radstadt hier in Bayern. Der Ticketshop hat eröffnet. Daher, ab sofort könnt ihr Ticket kaufen und es gibt viele spannende Abenteuer. Und vom 23. bis zum 27.8. seid ihr dann wieder auf der Gamescom und ja, hier habt ihr eben nochmal den Trailer gesehen, der von der Gamescom ist. Wie viel kostet so ein Ticket? Donnerstag, Freitag und Sonntag 27 Euro. Und wollt ihr am Samstag dahin, sind das schon 36 Euro. Seid ihr noch Schüler oder irgendwie ermäßigt und sind da bei 19,50 Euro? Donnerstag, Freitag und Sonntag und am Samstag 28 Euro. Natürlich könnt ihr aber auch sagen, ihr wollt erst ab 16 Uhr auf die Gamescom gehen, dann heißt für euch, ihr zahlt 9 Euro, außer am Samstag, da sind es 11 Euro. Am Berg in Erlangen sollen jetzt in Zukunft Überwachungskamera hinkommen. Daher, die sollen darauf schauen, ein bisschen den Verkehr von den BesucherInnen zu koordinieren und zu schauen, wie die es noch besser aufteilen können und die wieder erstellen können und soll erstmal nicht aufgezeichnet werden, sondern es wird ein Live-Bild an die Polizeirevier in der Nähe dann geschickt und sobald da aber irgendeine Straftat kommen sollte, passiert wird, wird das dann automatisch aufgezeichnet, um einen Videobeweis zu haben, um dann damit irgendwie vom Gericht oder Co. Das geltend zu machen. Ja, das waren schon wieder die News der Woche von dieser Woche. Nächste Woche seid wieder sehr gespannt und dann habt noch einen schönen Feiertag und dann sehen wir uns in einer Woche. Schönen Abend, macht's gut.
Bye bye. Ciao. Guten Tag. Tschüss.